Hallo und willkommen zurück. Schön, dass ich euch wiedersehe. Die letzten Tage waren bei mir besonders aufregend, denn schon in der Türkei habe ich gemerkt, mit meinem Öltank stimmt etwas nicht. Deshalb habe ich ihn mitgenommen in die Schweiz. Dann hat die einige Tage am Telefon verbracht für meine Visa-Anträge Pakistan und Iran. Und last but not least hatte ich noch ein verdammt gutes Vortraining. Aber ich will eigentlich jetzt da gar nicht zu lange auf die Folter spannen. Deshalb, let's go! Bevor ich in die Schweiz zurückgekommen bin, hatte ich einige Tage lang Probleme mit meinem Öltank. Mir ist immer wieder aufgefallen, dass unter dem Ständer sich eine Ölpfütze bildet. Jetzt schraube ich nochmal runter. Es wird mitgenommen, das muss repariert werden. Ja, hallo, Zwetschgele! Ach du Scheiße! Ich habe ein Präsent für dich. Oh, oh, oh. Ja, gut, da. Siehst du da die. Hat einen Riss. Von der kompletten Halterung da, oder? Da hinten könnte eben auch noch etwas sein. Da. Ja. Das tue ich jetzt alles komplett überschleifen und dann schweissen und verziehen. Okay. Weil verziehen, das ist natürlich. Dann bringst du es dicht, oder? Aber das Problem ist halt Vibrationen, ja. So dünnes Blech. Ist halt einfach heikel, oder? Aber das bringen wir an. Super. Die nächsten 5000 Kilometer. Ja. Mein Öltank ist in besten Händen beim Maurus und in seiner Werkstatt Holy Spokes. Derweilen kann ich mich jetzt um die Dokumente kümmern. Bestätigung von Unfall und Krankenversicherung. Des Weiteren, hier Marvin. Des Weiteren muss ich Fingerabdrücke organisieren bei der Polizei. Dann muss ich Geld einzahlen für den Visumsantrag und das E-Visum ausfüllen. Und ja, besser wir verlieren keine Zeit. Da spricht Hauswander. Ich habe eine Anfrage wegen einem Visum für den Iran. How should I provide the fingerprint? What the fuck? Local Police Office, okay. Also das Visum zu kriegen ist ja die Hölle. Kann ich da heute noch vorbeikommen? So, ich bin jetzt hier bei der Polizei in Frauenfeld. Einfach locker, nicht drücken, nur locker lassen. Aha. Jetzt kommen noch Kontrollabdrücke. Okay. Und die müssen übereinstimmen mit den Fingern. Und jetzt gut. Dann schön öffnen. Ja, da wird alles schwarz. Bin ich gespannt. Voilà. Aber ist noch nicht fertig. Das auch noch? Ja, ja. Das ist das Feld. Daniel ist der perfekte Kameramann für mich. Ja, wäre doch was. Ja. Das war toll, wenn Sie immer bei mir dabei wären. Ja, wäre nicht so schlecht. Daniel hat mir bestens geholfen bei der Polizei und meine Fingerabdrücke sind schon auf dem Weg zur iranischen Botschaft. Jetzt kann ich mich erst einmal entspannen und Urlaub machen in Österreich. Zusätzlich werde ich nämlich meinen guten alten Freund Tom besuchen. Der ist Fahrtechniktrainer der KTM Riders Academy. Der Tom hat ja meinen Blog Maggie Smiles sehr brav verfolgt und hat gesehen, es hat die Maggie schön auf die Schnauze gehauen. Und zwar bin ich bei Kiesel leider ausgerutscht und nach vorne weggefallen. Und heute zeigt mir der Tom, wie ich mich da richtig verhalten kann. Ja. Das ist der Motorradfahrer, Motorradfahrerin, Seatshotter. Mhm. Ja, da ist die Kurven. Was ist der erste Moment? Tempo auszunehmen, bremst voll. Und wichtig ist eigentlich genau das Momentum, wo sozusagen baue ich meinen Bremsdruck auf, ja, und dann Spur für Spur für Spur ziehe ich einfach den Zuber. Sanftste, weil wenn du den Blockierer hast, verlierst du die Haftung. Und wenn eine von den beiden Arme auch in der Spannung nachgibt, dann knickt er der Lenker ein. Und dann slidet man mit dem Motorrad dahin. Und zwar das nächste Element, Blätter,
Schotter. Ja, ja, also alles, was wir, wenn sie nass sind, wow, dann fixiert man oft so ein Blau und dann fährt man halt genau durch. Ich hoffe, es ist gut rausgekommen. Ja. Ich habe einfach den Lenker echt stabil gehalten und ich habe gemerkt, man kann die Zeilen super klasse dahin sliden. Wenn ich aber in einer Hand anfange, dass ich da einknicke, dann wird es mir eintrauben. Ich probiere es einmal aus. Ich habe jetzt mit der Hand und dem Fahren bewusst locker lassen und dann knickt es ein. Deshalb, alles was euch taugt und zwei Radeln hat, macht es. Nach einem Sturz oder wenn man mal umfällt, dass man das nicht aus dem Konzept rausbringt. Ja? Hat man was gesehen? Ja. Okay. Solche Sachen einfach auch trainieren, das Absteigen. Nur wenn man bei den Verletzungen schaut in der Statistik, sind zu 70% immer die unteren Extremitäten betroffen. Ja. Eigentlich wäre die Hosen noch cleverer. Ja. Aber wenn ihr mit einem Moped unterwegs seid, kann ich euch das schon sehr empfehlen. Gemütlich fahren und ein bisschen dann mehr und mehr aus der Komfortzone auszubewegen. Fahren wir zwei jetzt da? Ja. Ja, das war jetzt. Ja. Dank ABS. Ja. Aber trotzdem die Arme gescheit gestreckt halten. Hat man voll strikt gemerkt, ja. Ja, also kleine Werbung. Ich hoffe, es kommt bald Moped zusammen mit ABS. Ja. Danke doch. Hey, bitte, gerne. Und gute Saison. Ich bin aus Österreich zurück. Das Vortraining mit dem Tom war fantastisch. Und jetzt kriege ich die Bestätigung für mein E-Visum für den Iran. Lasst es uns anschauen. Du Luca, ich kriege heute die Bestätigung vom E-Visum. Und wenn ich die Zusage kriege, brauche ich fürs Video von dir ein High Five. Logo. Passt das? Super. So, dann schaue ich gleich nach. Hier alle Daten eingegeben, Status einsehen. Moment einmal, Antragstatus abgelehnt. Und jetzt?